Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Police Quest 3. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir haben einen neuen Einsatz. Wir müssen zum Einkaufszentrum hingehen. Der war auf 300 East Rose. Da müssen wir erstmal auf den Highway gehen. Und das ist wahrscheinlich genau da, was wir schon in dieser Zwischensequenz gesehen haben, dass Marie, die Frau von Sony, überfallen worden ist. Ich schätze mal, das wird das sein. So, mach mal das hier an. Ah, shit. Verpeilt. Nächstes Schild, nächste Ausfahrt müssen wir mal raus. Ich bin so schnell, verdammt. Muss ja um einiges langsamer werden, wenn ich die Dings haben will. Ach nö, wisst ihr was? Das ist mir jetzt gerade so blöd. Da sind wir schon lange vorbeigefahren. Da müssen wir ziemlich langsam. So, wo sind wir jetzt? Westen auf die Duck? Duck, duck, duck. Hä? Ach, Oak soll das heißen. Oak. Und zwar nach Westen. Das sollten wir auf jeden Fall. Runter. Jetzt sind wir auf der Süden, auf der 9. Oh, 9. Von der Oak nach Süden. Das ist schon die 300. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch geradeaus gehen. Oh, was passiert jetzt? Unterdessen beendet Sonnys Frau Marie gerade ihre Arbeit in Oak Tree. Das hatten wir doch schon. Hä? Überspringen, die hatten wir doch schon. Hä? Kapiere ich nicht. Peach. Und als nächstes kommt Rose. Das kapiere ich nicht. Ist da irgendwas jetzt schief gegangen? Und es passiert auch irgendwie nichts mehr? Hä? Das kapiere ich jetzt überhaupt nicht. Was das soll. Das muss irgendwie erst ein Bug sein oder irgend sowas. Genau, da müssen wir ja hin. Denke ich mal. Aber warum das jetzt zweimal passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Es trifft dich wie ein Schlag, als du realisierst, dass der Wagen Marie gehört. Dann siehst du die Sanitäter an einem Körper arbeiten. Panik steigt in dir hoch, während du zum Krankenwagen rennst. Oh nein, denkst du, das kann einfach nicht sein, nicht Marie. Oh, wir können was machen. Wir sollten mit denen reden. Das ist komisch, dass es zweimal passiert ist. Ja, gut. Was ist los mit ihr? Mehrere Stichwunden. Zustand noch unklar. Es sieht nicht gut aus. Wir müssen sie in die Notfallstation bringen. Wir sind bereit. Wenn sie mitkommen wollen, steigen sie besser ein, Officer. Du springst in den Krankenwagen. Ja. Oh je. Marie wird mit Blaulicht in die leitende Notfallstation gefahren, wo Ärzte den Wettkampf mit der Zeit beginnen, um ihr Leben zu retten.
Sie kämpfen die ganze Nacht, um den Zustand von Marie zu stabilisieren. Sonny verbringt Stunden der Angst im Wartezimmer. Obwohl sie ihr Leben retten können, bleibt Marie im Koma. Als ihm endlich erlaubt wurde, Marie zu sehen, bleibt Sonny bis zur Morgendämmerung und hält ihre Hand. Er hofft, irgendwelche Anzeichen zu sehen, dass sie zu ihm zurückkommen wird. Oh je. 4:12 Uhr. Ich hoffe, sie überlebt. Oder wacht wieder aus dem Koma auf. Officer Bonds, ich bin Dr. Wagner, der hiesige Neurochirurg. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, dass das Zustand Ihrer Frau immer noch ernst ist. Sie leidet unter den Folgen der inneren Verletzungen, die ihr durch die mehrfachen Stichwunden zugefügt wurden. Wie lange sie im Koma bleibt, weiß nur der liebe Gott. Nach meiner Erfahrung ist die Anwesenheit einer geliebten Person ein unterbewusster starker Antrieb für den Patienten, aus diesem Koma zurückzukehren. Wir tun für ihren physikalischen Zustand alles, was wir können, aber sie sind der Einzige, der sie jetzt erreichen kann. Die Krankenschwester hat diese Kette eingeklemmt in der Hand ihrer Frau gefunden. Sergeant Bonds, Sie sehen müde aus. Sie sollten wirklich nach Hause gehen und versuchen, sich ein bisschen auszuruhen. Es gibt nichts, das Sie im Moment für Ihre Frau tun können. Wir können uns alle über die Tatsache freuen, dass Marie am Leben ist. Eieiei, nicht gut. Echt übel. Deine geliebte Frau liegt bewegungslos im Koma. Du wünschst es dir. Es gäbe einen Weg, um herauszufinden, was sie gerade denkt, wenn sie noch denkt. Marie, bitte komm zurück, Liebling. Ich kann ohne dich nicht leben. Es fällt dir schwer, dich zusammenzureißen. Ich muss jetzt gehen, Liebling. Du brauchst deine Ruhe. Es war eine hektische Nacht. Du sprichst sanft zu deiner Frau in der Hoffnung, dass sie... dass dich irgendein Teil von ihr hört. So. Was ist das da? Das war die Kette, oder? Eine zerrissene Kette. Naja, mehr nicht. Können wir irgendwas machen? Ah, wahrscheinlich eher nicht. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt gehen. Oh, das würde mir schwerfallen, jetzt einfach hier zu gehen. Ganz ehrlich gesagt. Ich kriege den Bastard, der das getan hat, Liebling. Ich schwöre es. Während dich ein Kollege zu deinem Wagen zurückfährt, welcher noch am Einkaufszentrum steht, kämpfst du damit, dich nicht um deine Wut, deinen Kummer und deinen Sinn der Gewalttätigkeit zu konzentrieren und versuchst, an etwas anderes zu denken. Dein Schluss liegt daraus ist, dass du den Abschaum finden und kreuzigen willst, der deine Frau verletzt hat. Irgendjemand da draußen hat den falschen Mann ausgesucht, um sich mit ihm anzulegen. Sieht so aus, als ob noch jemand... Ja, das hier... Ach, das ist ein Roboter. Ich dachte schon, wer ist denn das? So, okay. Dann speichern wir nochmal. Reden wir mal mit ihm hier. Der Polizist mit den Suchen beschäftigt und beachtet dich nicht. Ich frage mich, was das jetzt für eine Kette ist, die hier gefunden worden ist, aber ich kann anscheinend ja nichts machen damit. Können wir irgendwas machen? Du versuchst das Gebiet abzusuchen, aber es ist einfach zu dunkel, um etwas zu sehen. Vielleicht solltest du zurückkommen, wenn es hell ist.
Maries Trans Am steht immer noch auf dem schlecht beleuchteten Parkplatz des Einkaufszentrums. Du suchst den Wagen nach Spuren ab und findest nichts. Okay, die Geschäfte haben geschlossen und es ist zu dunkel, um was zu machen. Also müssen wir aber wirklich nach Hause fahren. Es wäre jedenfalls sinnvoll, noch ein bisschen zu schlafen. Körperlich und geistig ausgelaugt entscheidest du, nach Hause zu gehen und dich ein bisschen auszuruhen. Zweiter Tag. 12 Uhr. Was für ein ekelhafter Klingelton. Sogar im Halbschlaf erkennst du die ernste Stimme von Captain Tate. Bonds, stehen Sie auf und freuen Sie sich, Freund. Ich brauche Sie heute wegen einer Totschlägergeschichte. Es gibt viel zu tun. Melden Sie sich in Zivilkleidung. Verschlafen antwortest du. Ich werde noch vor 14 Uhr dort sein, Captain. Du hast es wirklich, ohne Marie neben dir aufzuwachen. So, schnell noch eine kleine Dusche nehmen. Du gibst dir heute keine große Mühe, um dich für die Arbeit bereit zu machen. So, dann sollten wir uns hier mal umschauen. Im Schrank befinden sich die Kleider von Marie und andere persönliche Dinge. Auf den Regalen liegen ihre diversen Lieblingssachen, einschließlich einer Spieldose. Oh, können wir die mitnehmen? Tatsache. Alles, was Marie im Moment braucht, ist ihr Spitalnachthemd. Es gibt niemanden, den du anrufen könntest. Ich glaube, das war es dann auch hier. Marie war so aufgeregt, als wir dieses Haus kauften. Sie liebte es, diesen Raum einzurichten und jedes einzelne Stück auszuwählen. Marie saß normalerweise stundenlang in diesem Sessel, in diesem Stuhl. Das wäre ihre bevorzugte kleine Leseecke. Mhm. Die Musikdose, können wir die benutzen? Nee, können wir nicht. Naja, gut. Ich glaube, das war's dann. Dann gehen wir wohl wieder. Die Frage ist, können wir jetzt erstmal zum Tatort gehen und den nochmal absuchen? Hä? Wo geht's denn hier raus? Ich komme nicht aus diesem Zimmer raus. Hilfe! Naja, irgendwo werden wir schon rausfinden. Aber es scheint tatsächlich hier irgendwie... Liege ich zu weit raus? Ich komme tatsächlich nicht aus diesem Raum raus. Oh, Telefon. Ich glaube, ich habe aber die Tür gefunden. Ein etwas verärgerter Captain Tate sagt, kommen Sie schon, Bonds, Zeit zum Tod losschlagen, die bösen Jungs fassen. Erinnern Sie sich, schalten Sie einen Gang höher. Ich gehe dann jetzt. Ja, ich glaube, das wäre definitiv immer gekommen, wenn wir den Raum verlassen hätten. 1321. Okay. Ah, das macht er automatisch. 1327. Also sehr weit weg wohnt er nicht anscheinend. So, wo müssen wir denn hin? Gehen wir mal in unser Büro. Ich weiß noch nicht genau, wo wir jetzt eigentlich hin mussten. Dates, war das Nord-Mod-Konvention? Wir gehen erstmal in unser Zimmer hier. Schau mal nach, ob was auf dem Ablagestapel liegt. Computer müssen wir wahrscheinlich nicht benutzen. Nö.
Willkommen zurück, Bonds. Es tut mir leid wegen deiner Frau, Marie. Ich übertrage dir den Fall deiner Frau. Ja. 1, 4, 4. Eieieiei. Der redet jetzt ziemlich schnell hier. Moment, das muss ich mir alles mal... Ich hab doch... Ah, verdammt. Ich hab nicht gespeichert gehabt. Ah, halt. Verdammt. Ich hab die Spieldose noch nicht mitgenommen. Ja, das muss ich nochmal neu laden, weil die Nummern wollte ich mir aufschreiben. Wer weiß, ob die noch irgendwo stehen. Außerdem bin ich nicht weit genug gekommen. Ha, er ruft noch nicht mal mehr an. Diesmal war mal schneller. Ja, die Sprechblasen werde ich jetzt, denke ich, wirklich nicht mehr vorlesen. Die gehen meistens zu schnell weg. Alles andere lese ich weiterhin vor, aber bei den Sprechblasen ist es tatsächlich so. Manche sind zu schnell, manche sind richtig zum Lesen, aber ja. Und vor allem, wenn man sich dann je nachdem sogar noch was im Gespräch notieren muss, ja, das geht dann eigentlich gar nicht. So, 99144. Einen anderen Fall, okay. Vielleicht findet man ja Parallelen. 199137. Ein neuer Partner. Nein, nicht im Ernst jetzt. Ach nö. Wir haben einen neuen Partner, ausgerechnet Pat Morales. Aber vielleicht ist es wirklich nicht so schlimm, wie er ruft. Wir müssten mal abwarten. Ja, aber das ist nett von ihr. Ich hoffe, da hast du recht. Und das finde ich jetzt ein bisschen unlogisch. Normalerweise würde man den Fall nicht bekommen, weil man involviert ist. Und das ist eigentlich keine gute Sache. Ja, das ging jetzt so schnell, aber da wollte man hin. Wenn ich es richtig gesehen habe, hat er gesagt gehabt, Einkaufszentrum nochmal zurück. Einkaufszentrum. Ja, ist ja schon gut. So, hallo Earl. Na gut, wir gehen mal in unser Büro, benutzen den Computer und schauen die beiden Fälle an. Vielleicht findet man da irgendwas. Alles klar. Vielleicht ist es ja wirklich nicht so schlimm. Sie wurde jetzt ziemlich schlimm dargestellt, aber es könnte durchaus sein, dass es nicht so schlimm ist. Naja. Wir müssen den Computer dort benutzen. Ja, ist ja toll. Dann benutzt man halt den Computer dort. Ist mir doch relativ wurscht, welchen Computer wir benutzen.
So. Mord. Alter Fall. 199137. Das ist der alte Fall. So. Opfer Clifford Jones. Kaukasia. 15.03.35. Ja, bla 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 bla. Tatort. 280 W. Polm. Das könnte vielleicht auch noch wichtig sein. 280 West. Polm. Vielleicht können wir den Ort ja auch nochmal ausbesuchen. Das wäre vielleicht auch nicht, ich meine, das wird schon, ja, das ist ja schon fast vor ein Jahr her. Aber wir können trotzdem mal schauen, ob wir da was finden. Verdächtiger gibt es niemanden. Es war am 23.03.90 um 17.30 Uhr. Zuständig ist John Childs. Todesursache aufgrund mehrerer Stichwunden, aufgerissenes Herz und Leber. Aufgrund der 15 cm mal 4 cm Stichwunden wird vermutet, dass die Mordwaffe ein Dolch sein muss. Beweis und Analyse. Haare in der Hand des Opfers. Labanalyse ergab Blutgruppe A negativ. Einschnitte in Form eines Pentagramms wurden in der unteren linken Hälfte des Rumpfes gefunden. Sie wurden nach dem Tod eingeritzt. Zusammenfassung. Während des Einbruchs wurden die mutmaßlichen Täter vom Opfer überrascht. Es kam zu Handlichkeiten, bei denen das Opfer ermordet worden. Motiv ist ein Raubüberfall. Gestohlenes Eigentum, militärischer bronzener Stern, Seriennummer 09987. Mal sehen, ob wir da auch was machen können. Seriennummer haben wir ja da auch. Okay. Ich sehe gerade, die Zeit ist schon wieder zu Ende. Deswegen würde ich hier mal Schluss machen. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit der... Ja, dann schauen wir noch den neuen Fall an von Marie, was wir da finden. Ob wir noch irgendwas finden. Vielleicht ist auch wichtig, mit den, wie heißt da, John Childs zu reden. Vielleicht können wir bei Personal John Childs finden und seine Telefonnummer und dann können wir den vielleicht auch mal anrufen. Das wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Moment. Childs. Okay, so. Gut, dann machen wir mal Schluss und in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.